Diese dramatischen Bilder eines russischen Fernsehsenders zeigen die ersten Minuten nach dem Anschlag auf dem Flughafen Domodedowo in Moskau. Tote und Verletzte vor und in der Ankunftshalle für Auslandsflüge. Mehreren Medienberichten zufolge wurden bei dem Selbstmordattentat auch Deutsche verletzt. Außerdem seien französische und italienische Staatsbürger in Krankenhäuser gebracht worden, wurde ein Sprecher der Ermittler am Montag zitiert. Die Zahl dieser Verletzten sowie Details wurden zunächst nicht bekannt. Eine Bestätigung der zuständigen Botschaft war vorerst nicht zu erhalten. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte am Abend noch keine Informationen über mögliche deutsche Opfer. Bei dem Anschlag auf dem größten russischen Flughafen wurden nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders mindestens 35 Menschen getötet und mehr als 150 verletzt. Die Tat geht nach Einschätzung von Experten auf das Konto islamischer Extremisten aus dem Nordkaukasus.